warum ich die sechste Staffel vor der fünften, vierten, dritten und zweiten mache. Weil diese Staffel alles ist, außer eine sechste Staffel. Warum? Man könnte diese Staffel hier nach der ersten spielen lassen, nach der zweiten nicht, weil die da halt in der virtuellen Welt mit den Big Five waren, nach der dritten und somit nach Marik geht es wieder, nach der vierten, also nach Orichalcus, geht es natürlich auch, und nach der fünften geht's wieder nicht, weil Artem da ja Zigaretten kaufen gegangen ist. Und genau deswegen gibt's heute die sechste Staffel. Lasst super gerne einen Daumen da, wenn ihr ebenfalls ans Herz der Karten glaubt. Und los geht's. Yugi ist irgendwo im Nirgendwo, wo Artem angegriffen wird. Oh, nur ein Albtraum. In der Schule ist jetzt Duel Monsters out. Sie spielen alle viel lieber Kapselmonsters. Außerdem hat Joey Tickets für eine Reise gewonnen. Gut, dass also Ferien sind. Und mit einem kleinen Flugzeug geht's auch schon los. Alles wäre schön, müssen sie nicht irgendwo im Nirgendwo eine Notlandung machen. Beim Spazieren finden sie einen Mann, der da einfach rumliegt, und geben ihm etwas zu trinken. Der hat Großvaters Stirnband, welcher seit Tagen nicht mehr gesehen wurde. Alles schon sehr merkwürdig, findet Artem auch. Sie spazieren jetzt zu der Pyramide von Alexander dem Großen. Großvater ist wahrscheinlich irgendwo da drin, wo es natürlich auch überall Fallen gibt. Treppen runter marschieren, wo man einen Raum findet, der Joey beim Betreten verschluckt. Die anderen also direkt mal hinterher. In dieser neuen Welt haben sie direkt mal Ausrüstung und werden von Monstern angegriffen. Willkommen in der Welt der Kapselmonster. Tristan und Thea sind noch zusammen, treffen auf zwei Monster, während Yugi und Joey alleine sind. Aber auch Yugi trifft auf den Elfenschwertkämpfer, der direkt loslegt. Yugi ist alleine im Wald und wird von Bäumen angegriffen. Er nutzt seine Kapsel, ruft seinen Elfenschwertkämpfer und will den Baum entwurzeln. In der Zeit wurde Joey fast verfüttert. Runter von dem Nest stirbt er fast, hätte er nicht einen Babydrachen gefunden. Thea und Tristan haben zwar auch ihre Monster, müssen aber gegen ein Wassermonster kämpfen. Joey muss fliehen, Yugi versucht es weiter gegen den Baum und blickt langsam durch das Spiel. Joey entkommt schon mal, Yugi steckt noch weiter in der Klemme, da sie jetzt umzingelt sind und einen Hentai nachspielen wollen. Aber nicht mit Yugi! Der berührt noch eine Kapsel und mit dem Feuermonster gibt's ein bisschen Brennholz. Joey findet das One Piece, er öffnet den Schatz und wird angegriffen. Drache rettet ihn, Schatzkarte erhalten, weiter geht's. Thea und Tristan kassieren hart. Wobei Theas Monster das von Tristan heilen kann. Bringt nur nichts. Sie werden bombardiert und selbst nach einem Treffer digitiert sich das Ding einfach nur zu einem größeren Monster. Da hilft nur noch Opa Mutos, Beauftragter der Dämonen. Yugi trifft auf Thea, Tristan und Großvater. Joey kommt am Abend auch noch vorbei. Es gibt wahrscheinlich nur einen Ausweg durch das Ganze, nämlich müssen sie wohl das Spiel spielen. Und schon sind sie umzingelt und müssen kämpfen. Dabei kriegen die Nutzer die Schmerzen von den Monstern ebenfalls ab. Großvater wird fast gefressen, also ablenken und schnell weg da. Sie merken, dass sie auf einer Schildkröteninsel sind und Yugi weiß auch direkt, dass diese Monster friedlich sind. Woher auch immer. Tauchen möchte es trotzdem, also alle runter und in den Tempel rein. Dort gibt es jetzt eine magische Lampe inklusive Jin. Yugi fordert ihn alleine raus und wäre am Verlieren, würde die Tür nicht aufgehen und Thea und Großvater einfrieren. Ein weiteres Monster ist da. Jetzt will Yugi alle beide gleichzeitig übernehmen, wo Joey und Tristan natürlich nicht mitmachen. Jin nutzt Feuer, Eistyp nutzt Eis, also beide aufeinander loslassen und so die beiden zerstören. Eine Tafel kommt mit einem Tipp hoch und somit geht's weiter zum nächsten Trip. Unsere Freunde müssen über den Fluss, aber was ist da wohl drin? Hätten sie nur ein Monster, welches fliegen könnte? Naja, durch einen Keller geht's ebenfalls zu einem neuen Platz. Genauer genommen an einem Friedhof, den sie direkt mal aufmischen müssen. Dabei sind es aber einfach viel zu viele. Gut also, dass Joey sich sein nächstes Monster holt, genau wie Yugi und Thea. Jetzt kommen sie da weg. Am Tempel angekommen, wird sie einfach von Mauern umgeben. Drüber fliegen bringt nichts, beauftragte Dämonen bringt auch nichts. Yugi hat aber einen Gedankenblitz. Wenn man die vier Posen der Statuen annimmt, öffnet sich die Tür. Yugi stürmt rein, fällt rein, Frontflip, alles natürlich nur Show. Noch größeres Problem, die Statuen sind lebendig. Yugi muss irgendwie rauskommen, da die Wände immer näher kommen. Eine weitere Kapsel wird berührt, Yugi hat jetzt den schwarzen Magier erwischt. Die Freunde kriegen aufs Maul, Yugi setzt seine Spezialattacke ein und zerstört dadurch alle vier Statuen auf einmal. Der Beauftragte ist aber leider auch kaputt. Ziel erreicht, Rüstung erhalten und am Ende geht's noch einen Gang entlang. Angekommen in der Wüste, muss sich Großvater etwas ausruhen. Gut, dass es ein Dorf gibt, die schon auf Yugi und Co. gewartet haben. Der Dorfälteste übergibt ihnen die erste von fünf Prüfungen. Wo kommt der Wüstenwind her? Thea kriegt noch ein Talisman und die Suche geht los. Warum auch immer Großvater mitgeht, obwohl er fast vorm Kollaps steht. Das erste Monster kommt schon, das sich immer wieder in die Erde verdrückt, allerdings vom schwarzen Magier zerstört wird. Einer von vielen. Auch wird der Sturm immer stärker. Yugi fliegt raus und auf geht's zum Auge des Sturms. Wenn er es nicht schnell genug schafft, werden die Freunde sterben, da sie von der Dabura-Steinspucke erwischt wurden. Im Wirbelsturm angekommen findet er eine Hexe. Blöd, dass er davor schon ohnmächtig wird. Er braucht einfach mehr Kraft.
Und hier kommt die Rüstung ins Spiel. Er vereint sich mit seinem schwarzen Magier, ist dadurch übertrieben overpowered, zernudelt paar Würmer und im Auge des Sturms auch die Hexe. Fluch vorbei, jeder gerettet. Nachteil, die Rüstung zieht sehr viel Energie. Außerdem ist das Dorf weg, der Talisman leuchtet ein Fünftel auf und eine Tür geht auf, um zur nächsten Prüfung zu kommen. Angekommen auf einer schwebenden Insel, wo Yugi keine Kraft mehr hat und erstmal schlafen muss. Also versuchen es die Freunde jetzt alleine. Wieder gibt's ein Rätsel, die Männer ziehen los, während Yugi und Thea zurückbleiben. Bei einem unzerbrechlichen Stein angekommen ist der Name eigentlich auch Programm. Der ist nämlich wirklich unzerbrechlich. Nach einem Angriff kommt ein Monster, was erst die Monster übernehmen. Und praise the sun! Das Monster nutzt die Sonne, um Attacken abzufeuern. Diese sind sogar stark genug, um den unzerstörbaren Stein Schaden zuzufügen. Yugi ist wieder wach, löst das zweite Rätsel und weiß, dass seine Freunde in Gefahr sind. Durch die Schwächung konnte Tristan den Stein zerstören und direkt darauf auch das Monster. Jetzt kommt noch ein zweites, mächtigeres Monster, um weiter Stress zu machen. So mächtig, dass Yugi mit dem Magier fusionieren musste und wieder mal alles übernimmt. Ein Schatz kommt hoch, Prüfung bestanden. Der Schatz sind Flügel für alle, um wieder von der Insel zu kommen. Angekommen auf der Lava-Insel, wo sich Joey allein auf den Weg macht, um einen Hinweis zum Rätsel zu finden. Und die Angriffe vom Rotaugen setzen ihn ein wenig unter Druck. Das Rätsel finden unsere Freunde ja eh viel früher. Sie gehen einen Vulkan hoch, wo Tristan aus Glück einen neuen Drachen bekommt. Auf dem Vulkan gibt es ein Schwert, wenn man dieses da rauszieht, ist der Test anscheinend bestanden. Das wird aber schwieriger als gedacht, weil Joey sich ebenfalls transformiert hat und jetzt ein Gegner ist. Die beiden kämpfen gegeneinander, während das Schwert langsam versinkt. Alle greifen Joey an, was Thea aber nicht tun kann. Also übernimmt Yugi wieder. Er greift Joey an, der langsam wieder zu Verstand kommt und sich wehrt, sich selbst zu schützen. Problem, das Schwert ist weg und außerdem lebt noch der Rotauge. Der wird von Yugi runtergeholt, damit Joey ein Schwert aus diesem rausholen kann. Und hey, das ist das Schwert von dem Rätsel, also Prüfung bestanden. Joey bekommt am Ende noch eine weitere Kapsel und weiter geht's. Die nächste Prüfung lautet: Finde einen Apfel. Dabei sind sie etwas eingesperrt. Aber dank einer riesigen Melone finden sie einen Geheimgang, bei welchem sie drei goldene Äpfel finden. Aber oh nein, die Melone ist gar keine Melone, sondern eine Raupe. Ein Labyrinth kommt hoch und sie werden voneinander getrennt. Thea trifft auf Gegner plus Kapsel. Tristan findet ebenfalls eine neue Kapsel, mit dem er ganz easy durch das Labyrinth brechen kann und dabei alle anderen aufsammelt. Wieder zurück gibt es nur noch zwei goldene Äpfel, wobei Großvater und Tristan auch verschwunden sind. Diese sind mit Tristans Monster weiter, weil die einfach nicht wissen, wie man das Ding anhält. Die anderen drei haben es jetzt mit der großen Motte zu tun. Also Magierfusion, alle starken Monster rausholen und dieses Vieh mit einem Dreierangriff angreifen, was sie aber nur zur ultimativen Motte werden lässt. Yugi ist jetzt einen der beiden goldenen Äpfel und der schwarze Magier wird zum Magier des Chaos, mit dem er sich auch direkt vereinigt. Dagegen hat die Motte absolut keine Chance mehr. Außerdem ist noch ein goldener Apfel übrig. Dieser wird jetzt geopfert und damit ist der Test bestanden. Unsere Freunde sind wieder da, wo sie zum Anfang angekommen waren. Und dort wartet auch schon die fünfte Prüfung. Alexander der Große, der früher mal im Besitz des Millenniumsrings war, sagt ihnen, was zu tun ist und gibt Großvater ein Kapselmonster. Unsere Freunde kommen bei einer Opferung an, wo eine für den weißen Drachen geopfert wird, damit dieser weiterhin den Fünfgötterdrache in Schach hält. Das wollen unsere Freunde jetzt aber selbst übernehmen und jeden der fünf einzeln besiegen. Jeder übernimmt einen, Yugi kriegt dabei sogar den Soldaten des schwarzen Lichts. Jeder besiegt zwar seinen Drachen, nur ist das Ganze doch nicht so leicht. Alle Drachen treffen sich an einem Ort, Yugi lockt sie ins Dorf, wo er mit Hilfe vom Soldaten des schwarzen Lichts ein mystisches Schwert aus dem Boden zieht und damit alle Drachen auf einmal hops nimmt. Doch auch das war's noch nicht, jetzt verwandeln sich die fünf in den fünf Götterdrachen. Mit vereinten Lichtkräften greifen sie den Drachen an. Bringt nur nichts. Selbst Yugi kann hier nichts mehr ausrichten. Während er versucht, ihn hinzuhalten, beten die anderen Dorfbewohner, damit der weiße Drache kommt. Gebeten, getan. Yugi fusioniert sich jetzt mit diesem und zerstört den Drachen mit einem Schlag. Der Tag ist gerettet und die fünfte Prüfung bestanden. Auf dem Rückweg erzählt Alexander, dass seine Seele mal in zwei gespalten wurde. Die gute Seite ist er und die böse Seite ist ein Großvaters Kollege, der draußen darauf wartet, das Medaillon abzuziehen, um dadurch die Macht zu beherrschen, die ganze Welt zu kontrollieren. Was denn auch sonst? Wieder zurück passiert einfach genau das. Nur kommt Alexander dazwischen, fusioniert sich mit ihm und Großvater ist halt einfach echt unglaublich dumm. Er gibt ihm jetzt einfach so das Medaillon. Er läuft weg, kommt in den Raum, in welchen alle reinfallen. Sie sind jetzt in dem Universum, wo auch Shardin drin ist. Was auch immer er mit der Zeitepoche von Alexander zu tun hat. Alexander hat schon früher diese fünf Prüfungen bestanden, kam aber damals nicht durch die Tür. Viel lieber hat sich seine Seele gespalten. Die Gute ging halt wie gesagt ins Spiel und die Böse hat so lange gewartet, bis jemand gekommen ist und jemanden übernehmen konnte. Alexander mit seiner Garde muss jetzt gegen Yugi und Co. kämpfen. Der Sieger bekommt alles.
Zwar sind unsere Freunde monstertechnisch gesehen in der Unterzahl, allerdings schaffen sie einen nach dem anderen, während Alexander erstmal im Hintergrund chillt. Der opfert dann alle Wachen, um seinen siebenarmigen Erzunterwälter zu rufen, bei welchem jeder Arm eine besondere Fähigkeit hat. Ein Monster nach dem anderen geht verloren. Artem dribbelt aber Alexander aus, um damit einen kritischen Treffer zu landen und den Erzunterwälter zu zerstören. Die Wächter von Alexander sind jetzt wieder am Start, die direkt mal ein paar Monster zerstören. Yugi versucht sein Glück gegen Alexander, während die Wachen gegen die Freunde kämpfen. Alexander wird getroffen, also Monster einsaugen, um stärker zu werden. Jetzt bekommen die Wächter jeden Schaden ab. Außerdem werden unsere Freunde hart weggefistet. Um diese zu schützen, gibt Yugi jeden seiner Monster ab. Als dann aber er angegriffen wird und somit schutzlos dasteht, kommen die Monster von den Freunden, damit sich alle zusammen mit ihm fusionieren. Die Macht der Freundschaft gewinnt halt gegen alles und jeden, auch gegen Alexander. Nach einem Angriff explodiert er und damit haben Yugi und Co. die Prüfung bestanden. Er bekommt jetzt die Macht, die Welt zu beherrschen, lehnt diese allerdings ab. Wieder zurück löst sich Alexander vom Körper und kann endlich ins Jenseits und mit Emma Dayo chillen. Die Pyramide versinkt noch in die Erde, Rettung wegen der Bruchlandung ist auch da und Ende gut, alles gut. Kommen wir noch zu einem Ergebnis. Wir haben hier 9 gute, 3 mittlere und keine so wirklich schlechte Folge für die 6. Staffel von Yu-Gi-Oh!, welche wie gesagt eigentlich nur übertriebener Filler ist und mehr an Digimon Frontier erinnert als an Yu-Gi-Oh! Selbst und es eigentlich auch nicht die 6. Staffel sein kann, aber scheiß drauf, es hat trotzdem Bock gemacht und das ist ja das, worauf es ankommt. Teile und like ich die Videos von Serienreviewer? Auf jeden. Folge ich ihm auf Twitter, Instagram, bin auf seinem Discord und kaufe seinem Merch? Auf jeden. Nice. So muss das doch. Vielen Dank, meine Freunde, für euren großartigen Support.